Hallo und herzlich willkommen bei einer Bitwig Practice Session. Das ist eine neue Serie und die erste Folge dieser Serie. Und in dieser Serie geht es so ein bisschen um Workflow, kleine Tipps und Tricks in der Arbeit mit Bitwig. Wie mache ich was, wo, wie oft, wie lange und warum. Und ja, das sind so kleine Tipps und Tricks, wie man Dinge vielleicht besser machen kann, Dinge, die man vielleicht gerne übersieht oder Sachen, die man noch nicht wusste. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist jetzt erstmal Bitwig. Ich mache das jetzt gleich mal so ein bisschen augenfreundlicher. So, dann machen wir den Inspektor da noch weg und hinten den Browser weg. So, und was wir hier sehen, ist einmal die Clip-Ansicht von Bitwig. Da habe ich etliche Clips drin. Und hier ist die Arranger-Ansicht. Standardmäßig kennt man das auch so, wenn ich auf die Tabulator-Taste drücke, dann ist die ganze Ansicht vertikal angeordnet mit den Instrumenten und in der Clip-Ansicht mit dem Arrangement zusammen ist das horizontal angeordnet, beziehungsweise die Szenen sind horizontal angeordnet hier und die Instrumente sind vertikal angeordnet, während hingegen bei der anderen Ansicht ist es genau andersrum. Die Instrumente sind horizontal angeordnet und die Szenen sind vertikal angeordnet. Für Live macht sicherlich diese Ansicht wesentlich mehr Sinn. Zum Ideenentwickeln finde ich diese Ansicht eigentlich wesentlich schöner. Man kann auch das Arrangement komplett ausblenden. Dann habe ich hier meine ganzen Szenen und kann die hier zum Beispiel abspielen. Umschalte, dann sehe ich halt hier auch diese Szenen. Könnt jetzt auch hier weiterlaufen lassen. Oder ich schalte wieder um in die andere Ansicht. Dann habe ich hier oben die Szenen, die läuft hier gerade. So, ich hatte jetzt eine kleine Idee und habe die in so langsam entwickelt mit dem Instrument, ein bisschen Schlagzeug drum und dran und ein bisschen Bling Bling und noch einen kleinen Chor. So, jetzt möchte ich das Ganze, das könnte ich jetzt ständig hier live so vor mich hin daddeln, das macht auch unglaublich Spaß, aber ich kann das auch in Arrangement packen. Und jetzt ist das Schöne, dass man hier in Bitwig die Szene nehmen kann. Und ich ziehe jetzt einfach mal die Szene jetzt hier rein. So, und ich bekomme jetzt in dem Arranger einfach mal eine vier Takte langen Clip, weil dieser Clip ist auch vier Takt lang. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal in den Arranger reingehe von Takt 1 bis Takt 5, also insgesamt Länge 4. Steht hier nochmal. Und machen wir den wieder zu. Und das Schöne an der Sache ist, wenn ich die Szenen hier rüberziehe, geht Bitwig hin und verlängert mir, wenn ich zum Beispiel jetzt nur einen Takt langen Clip habe und hier unten einen vier Takt langen Clip, dann wird dieser ein Takt lange Clip quasi mal 4 genommen, sodass es dem längsten Clip in der Szene entspricht. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier die Szenen rüberschieben und ich kriege immer eine gleich lange Ansicht oder gleich lange Arrangement-Kopie, sage ich jetzt mal. Ziehe das jetzt hier alles mal rüber. So, dann möchte ich, spiele das mal ab. Nachdem möchte ich tatsächlich die Szene 4 haben. Und die Szene 4 will ich zweimal hintereinander haben. Möchte ich die Szene 5 haben.
kurze Pause dazwischen. Und danach soll die Szene 6 kommen. Und die Szene 6 vielleicht auch zweimal. Und dann kommt auf jeden Fall die Szene 7. Wechsle ich jetzt vielleicht ab mit der Szene 6. Dann wieder die Szene 7. Dann wieder die Szene 6. Und dann könnte ich ja nach der Szene 6 die Szene 8 so ein bisschen Entspannung. Szene 9. Für noch mehr Entspannung. Entspannung ist wichtig. Also das ist die Frage, mache ich jetzt erst nochmal die Szene 8 oder gehe ich nochmal... Machen wir das nicht zu lange? Würde ich das jetzt alles nochmal groß wiederholen lassen? Sind wir denn in der Zeit zum Beispiel? Nee, falsch. Realtime Ruler. So, jetzt sind wir bei 2 Minuten. Na, theoretisch könnten wir jetzt nochmal Szene. Na, irgendwie. Achso, weil ich das jetzt hier eingefügt habe. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Lege ich das weg? So. Dann löschen wir das hier nochmal. Szene 7, packen die zweimal hintereinander, dann kommt die Szene 6 nochmal, dann die Szene 7 nochmal, dann können wir zur Entspannung. Gehen wir auf die Szene 6 vielleicht nochmal. Szene 2 nehmen und der Space Core nehme ich zum Abschluss noch ein und dann habe ich mein komplettes Arrangement fertig. Wenn ich jetzt hier auf Stopp gehe, die Clips ausschalte und hier das Arrangement wieder anmache, dann habe ich hier ein komplettes Arrangement. Das kann ich jetzt noch im Einzelnen hier editieren, aber theoretisch ist das jetzt fertig. Und so kann ich in relativ kurzer Zeit eine Idee irgendwie durch den Clip Launcher jagen und das eine oder andere mit dazu packen und machen und tun oder zuerst im Arranger so ein, sag ich mal, so ein Loop zusammenspielen, den in das Clip, in den Clip Launcher rein. Einen neuen Loop erstellen, wie auch immer. Und dann alles im
Clip Launcher hier sammeln und hier schon mal so zusammenpacken, was zusammengeht, wo man sagt, okay, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich das jetzt hier live zusammenspielen will oder ausprobieren will, dann würden die Parts ganz gut zusammenpassen, so ein Teilpart, so ein komplett alles mit allem drum und dran Part und dann wieder so ein Zwischenpart, irgendwie sowas. Und die kann ich dann einfach hier rausnehmen und schließlich in dem Arranger dann schön zusammenpacken, sodass ich dort dann ein schönes Arrangement habe und habe dann quasi alles vorgefertigt und bin innerhalb kürzester Zeit mit einem, ich sag mal, mit einer Rohzusammenstellung von einem Arrangement erstmal fertig. Ich kann jetzt hier das ein oder andere noch irgendwie reinpacken. Die Beschriftung ist jetzt natürlich ein bisschen sehr wenig, muss man so auszudrücken. Und man könnte jetzt noch irgendwelche Riser irgendwie reinbringen oder sonst was. Auf jeden Fall ist das ein guter Startpunkt für ein rohes Arrangement. Und das hat man echt wirklich in kürzester Zeit fertig. Und das macht so eine ganze Menge Spaß, damit zu arbeiten. Ja, das war es eigentlich schon, was ich in dieser Practice Session zeigen wollte. Und ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ihr findet das hilfreich und ja, kommentiert hier, kommentiert im Blog. Die Links und Infos findet ihr in der Videobeschreibung und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, entweder bei einem Tutorial oder bei einer Practice Session. Macht's gut. Ciao, ciao.